die Stimme vom Fußball. Andi Ulmer, schön, dass du da bist auf unserer gemütlichen Couch hier. Bist du ein regelmäßiger Eishockey-Besucher? Ich versuche so oft wie möglich zu kommen. Wir haben auch Meisterschaft zurzeit und wenn es jetzt ausgeht, bin ich gern da. Du bist österreichischer Nationalspieler, aber nicht beim Team, weil, wo zwickt es genau? Ich habe einen kleinen Muskelfaserriss bei den Adduktoren. Okay, heißt das, dass du auch in der Liga das nächste Spiel gegen die Austria dann passen musst? Oder wird sich das ausgehen? Das ist noch nicht sicher, das schauen wir sich jetzt an. Der Verlauf ist gut und 2 bis 3 Wochen sollte es doch dauern. Du bist ja ein gebürtiger Linzer, das heißt, du kennst vielleicht auch ein bisschen das Linzer Eishockey. Was sagst du zum aktuellen Spielstand, dem Rückstand der Black Wings? Ja, schon, aber ich fühle mich schon mehr als Salzburger, muss ich sagen. Bist schon lang genug da? Ich bin gern da im Stadion und drücke natürlich immer Salzburg die Daumen. Und ja, zurzeit, jetzt sind wir 3-2 hinten, sage ich, aber der Start war sehr, sehr gut und ich hoffe, dass sie jetzt nur nachlegen können. Und die Stimmung ist ausgezeichnet, auch wenn die Salzburger hinten liegen? Stimmung ist sensationell da, ja. Okay, Andi, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Du kannst gerne auch ein bisschen noch hier auf unserer gemütlichen Couch sitzen bleiben. Jetzt geht's wieder ab zu den Kommentatoren, weil die Mannschaften sind längst wieder auf dem Spielfeld.